I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Dass Straßenhunden geholfen wird, dass man ihnen Nahrung gibt, dass die tierärztliche Behandlung bekommen und dass sie einfach ein schönes Zuhause haben, weil der Anblick unerträglich ist. Also ich wünsche mir für meine Zukunft eine Milchbar. Dass ich gesund bleibe und auf der Welt Frieden bleibt. Das wünsche ich mir. Dass es keine Mauern mehr gibt und vor allem auch nicht zwischen der Westbank und dem israelischen Gebiet. Also in erster Linie wünsche ich mir ehrlichere Menschen, bessere Regierung. Dass der Landwirtschaft in Zukunft besser soll gehen. Das Preisverhältnis stimmt nicht mehr. Bäcker zu werden und eigene Gerichte zu erfinden und rauszustellen zum Verkauf. Dass ich weiterhin gesund bleibe und selbstständig immer alles machen kann. Weiterhin Auto fahren, am Computer sitzen. Dass ich ein soziales Projekt für indonesische Kinder starten kann in Indonesien. Dass ich den Kindern Schuhe kaufen kann, Schuluniformen, ihnen ein bisschen Umweltbildung beibringen kann. Mit einer ganz besonderen Person oder einer ganz besonderen Gruppe mit den Longboards auf Reisen zu gehen. Ich bin im Moment eigentlich wunschlos glücklich. Ich halte nicht viel von Zukunft wünschen. Stattdessen zitiere ich lieber Victor Hugo. Die Zukunft hat viele Namen. Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte, für den Mutigen die Chance. Dass gerade wir Frauen abends doch aus dem Haus gehen können, mit Leuten unterwegs sein können, ohne irgendwie Angst zu haben, dass im hinteren, dunkleren, nächsten Eck irgendwas uns passieren könnte. Frieden auf der Welt, um es ehrlich zu sagen, ich bin dagegen Krieg. Ich bin jetzt schon so alt und ich bin froh, dass ich noch daheim sein und eine Sache machen. Und dass ich mal nicht ins Altersheim muss. Dass der FC Schalke 04 nach 1958 mal wieder deutscher Fußballmeister wird. Dass die Welt wegen heiterer wird oder dass es lustiger wird so im Alltag, die zwischenmenschliche Begegnung und wegen mehr Bescheidenheit. Einmal Gesundheit, weil da habe ich schon mal einen schweren Brocken zu schlucken gehabt. 2011 mit Chemo, da war ich krank. Dann die ganzen Leute, die ich kenne und mag, dass sie mir erhalten bleiben in der Zukunft und dass ich noch viele so spannende Leute kennenlernen. Und was noch? Dass ich von meiner Kunst richtig gut leben könnte, ja. Der Filmdreh hat mir gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, was für einen technischen Fortschritt wir in Zukunft machen, sondern dass es vielmehr darum geht, dass wir glücklich sind. So sehr wir uns auch in unserem Charakter und unseren Denkweisen unterscheiden, eins ist klar, Gesundheit und Frieden wird immer das Erste sein, an das wir denken, wenn wir uns etwas für die Zukunft wünschen können. Okay. Wir können ja mal gucken. Ja. Also läuft schon. Ja, läuft. Die Frage ist einfach, was du dir für die Zukunft wünschst. Ja, ich bin halt ein fröhlicher Bauer auf dem Lande. Der Georg hätte es besser können sehen. Du gibst Kommando. Wieso bin ich so geil? Also ich wünsche mir, dass sie endlich akzeptiert, dass mir nichts einfällt. Reicht das so? Das war schon mal scheiße.